Sie sehen uns und dann haben Sie das beste Fernsehprogramm schon gewählt. Haben Sie denn aber auch den besten Fernsehempfang? Das ist eine gute Frage. Viele sind ja immer so am Zweifeln, soll ich jetzt Kabel nehmen oder vielleicht Satellit? Satellit, das ist natürlich eine Einmalanschaffung, aber ich habe dann wirklich eine unglaubliche Programmvielfalt, die ich mir auswählen kann. Und was es da für Produkte gibt, um wirklich den tollsten Satellitenempfang zu haben, da habe ich den Ralf Jansen hier bei mir im Studio. Hallo Ralf. Hallo, du hast einiges mitgebracht. Und was ist denn das hier, was hier schon vor uns auf dem Tisch steht? Die sehen ja toll aus. Ja, das sind sogenannte Flachantennen. Also Satellitenschüsseln quasi, richtig. Aber in ganz flach. Richtig, das hat mehrere Vorteile. Erstens mal optisch natürlich den Vorteil. Wenn es Ihnen so gegangen ist, dass Sie schon wie ich mal an so einem Mehrfamilienhaus vorbeigefahren sind und jeder hat da eine oder sogar zwei Schüsseln auf dem Balkon, das sieht einfach bescheiden aus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und andersrum gibt es wieder Anlagen, da siehst du gar keine Satellitenschüssel, weil eben der Vermieter zum Beispiel das verbietet, weil es so suboptimal aussieht. So, jetzt haben wir hier erstens mal die Möglichkeit mit diesen Antennen, mit diesen Flachantennen, dass das Erscheinungsbild überhaupt nicht oder nur ganz, ganz minimal beeinflusst wird. Und zweitens habe ich damit auch noch einen besseren Empfang als mit diesen Schüsseln. Weil du kennst es auch, es gibt Gewitter oder im Winter ein kleiner Schneefall und plötzlich verschwindet das Bild. Und wir haben jetzt das digitale Zeitalter, das heißt, die analogen Anschlüsse sind alle weg. Und beim Digital gibt es eigentlich nur an und aus. Bei analog wurde es noch schwächer, ein bisschen grieseliger, dann konntest du es noch schauen, wenn der Regen war vorbei war, dann war das Bild wieder da. Und hier ist es einfach weg. Und dann denkst du, oh, hoffentlich ist der Regenball rum und dann kommt das Bild irgendwie wieder. Das entfällt hier bei unseren Satellitenschüsseln auch. Ich sage jetzt extra nochmal Schüsseln, weil unter dem Wort sind sie ja bekannt, auch wenn es hier Flachantennen sind. Und das ist die erste, die wir haben. Mhm. Das ist eine, wie heißt sie, Single-LNB. Das heißt, da kann ich einen Receiver dann anschließen. Genau, einen einzigen. Da fahre ich ins Wohnzimmer damit zum Beispiel. Wenn mir das reicht, ist das natürlich die einfachste Lösung. 113,91 €. Ich schließe, leg's Kabel dazu dran mit dem F-Stecker, schließe es an und schon kann ich schauen. Ausrichten oder einrichten, ganz egal, wie Sie es nennen wollen, ist auch ganz einfach. Da kommen wir aber später noch dazu. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, eine reicht mir aber nicht, sondern ich bräuchte mindestens zwei Anschlüsse, dann kommen wir zur zweiten Antenne, nämlich unserer mit den Twin-LNBs, also zwei. Und optisch siehst du, sieht sie genau gleich aus. Und ich kann die zum Beispiel auch an der Fassade anbringen, fast unsichtbar, weil ich kann die jetzt zum Beispiel bekleben oder streichen. Oder hier vorne, diese Vorderseite, die kann ich dann bekleben oder bestreichen und dann wird die quasi eins mit meiner Hauswand. Hier sehen wir es mal auf dem Dach. Erkennen Sie sie? Da oben ist sie. Sie ist quasi an die Dachschindeln angepasst farblich, sodass sie quasi unsichtbar wird. Richtig. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten sie noch in der Hälfte weiß gestrichen, sodass die Mauer noch da noch simuliert wird. Dann hätte man sie gar nicht mehr gesehen. Und dieses Streichen oder Bekleben hat also überhaupt keinen Einfluss auf den Empfang. Der ist nach wie vor natürlich volle Pulle da. Und das ist digitales Satelliten-TV, HD-TV. Also kann ich alles empfangen. Und dann natürlich auch sämtliche Radiosender. Darf ich die mal hochnehmen? Auch über der selbstverständlich. Nimm mal. Was auch schön ist. Ach, die ist ja leicht. Zum Beispiel haben Sie das gesehen? Für den mobilen Einsatz. Die kann ich auch wunderbar auf einem Wohnwagen oder auf einem Wohnmobil montieren. Oder für Lkw-Fahrer einfach mal die einzelne oder auch die doppelte, je nachdem, wie Sie es gerne hätten, dort montieren. Und das Montagematerial ist alles im Lieferumfang enthalten. Und es geht in wenigen Sekunden, die einzustellen. Und wie einfach das geht, sehen wir gleich im Laufe noch der Sendung. Lassen Sie sich da mal überraschen. Ja, es gibt Leute, die brauchen gerade noch anderthalb Minuten, um eine Satellitenschüssel einzurichten, dank eines genialen Geräts. Also Doppel-LNB, zwei Anschlüsse, zum Beispiel Schlafzimmer und Wohnzimmer für 142,41 €. Mit der Bestellnummer PX1384 und der 569. So, jetzt gibt es welche, die sagen auch, oh, zwei LNBs reichen mir nicht. Ich brauche noch mehr. Ich habe noch zwei Kinder, die brauchen auch noch einen Satellitenempfang. Ja, zum Beispiel bei uns zu Hause, wir haben ja auch ein Haus, das hat dann zwei Wohnungen. Das heißt, man bräuchte da auch mehrere, weil wir haben dann im Wohnzimmer, dann in den Schlafzimmern und so weiter. Also vier bräuchten wir schon. Ja, du kannst dich auch mit den Nachbarn zum Beispiel absprechen und sagen, komm, ich kaufe mir eine neue Schüssel. Wollt ihr auch zwei Anschlüsse? Und dann kommen wir zu unserem
Quad, also 4 LNBs. Die sieht auch genauso aus wie die vorhergehenden, werden Sie gleich sehen. Aber auf der Seite ist der Unterschied. Hier sehen Sie 4 LNBs. Da heißt es, dass ich 4 Receiver dran anschließen kann. Also wenn Sie sagen, 2 reicht mir nicht, einer reicht mir erst recht nicht, ich brauche 4, ist das wirklich die kostengünstigste Alternative. Weil schaut dir mal den Preis an. 161,41 €. Und das ist ja genau das, was ich brauche. Also kann ich da dann 4 Receiver anschließen? Jetzt teil das 4 mal Fernseher. Durch 4. Dann weißt du, was ein Anschluss gerade mal noch kostet. Ja, das ist knapp toll. Über 40 €. Das ist unglaublich. Ich kriege einen vollständigen HD-SAT-Empfang für knapp über 40 €. Und ich glaube, das gibt es sonst nirgends. Also die große, die 4er-Variante, ebenfalls für Sie heute im Angebot für 161,41 €. Und das Tolle ist, dadurch, dass hier auch so relativ leicht ist, kann ich die auch selber zum Beispiel an meinem Balkongitter dann oder so anbringen. Da brauche ich mir gar keinen Fachmann mehr rufen, weil normalerweise lässt man dann einen Fachmann kommen, weil diese Satellitenschüsseln ja unheimlich schwer sind. Und hier kann ich das ganz alleine machen. Du hast es gesagt, umfangreiches Montagematerial ist damit drin, um es zum Beispiel an einem Balkon anzubringen, an diesen Gittern oder so. Das können Sie alles machen und auch für unterwegs toll geeignet. Ja, eben. Und tarnbar. Wir sehen es jetzt hier nochmal. Also auch selbst wenn der Vermieter Ihnen das verboten hat, solch eine Satellitenschüssel anzubringen, mit dieser Flachantenne kann er gar nichts dagegen haben. Weil wenn Sie die richtig streichen, dann wird er sie niemals entdecken. Und Sie wissen, ich habe das Ganze. Und egal, wie Sie die bestreichen oder bemalen, Empfangseinbußen haben Sie, wie gesagt, überhaupt keine. Die Qualität ist immer die gleiche. Das ist so unser Chamäleon. Und denken Sie auch noch mal an schlechte Wetter. Der nächste Sturm, das nächste Gewitter macht diesen Flachantennen ebenfalls nichts. Der Empfang wird gleich bleiben. So, und jetzt hatten wir mehrfach gesprochen, wie einfach es ist, die einzurichten. Und da gibt es so ein kleines Gerät bei uns im Programm, mit dem können Sie dann, egal ob es die einzelne, die doppelte, also die Twin oder die Quad-Antenne ist, einmal einrichten und dann steht die. Es sei denn, Sie haben sie auf dem LKW, auf dem Caravan oder im Wohnwagen, dann müssen Sie, je nachdem wie Sie parken, jedes Mal neu einrichten. Aber auch das geht in wenigen Minuten mit optischer Anzeige, genauso wie mit akustischer Anzeige. Und das ist unser Satellitenfinder. Der ist denkbar einfach zu bedienen. Hier haben wir einen Kompass dran. Da können wir dann einfach mal die Richtung schauen, wo der ist. Das finden Sie im Internet, wo Ihr Satellit ist, den Sie einrichten. So, und dann schließe ich die eine Seite an die Satellitenschüssel an und mit der anderen Seite gehe ich mit meinem ganz normalen Kabel zu meinem SAT-Receiver. Und dann kann ich hiermit genau sehen, wann ich den umfangreichsten, den besten Empfang habe. Und wir gucken das auch mal in einem Einspieler ein, wie einfach das anzuschließen ist und wie in welcher Sekundenschnelle das geht. Schauen Sie, das kleine Schwarze ist übrigens im Lieferumfang enthalten. Schließe ich an die Antenne an. So, und jetzt richte ich sie aus. Ich schaue, in welche Richtung genau, sodass ich die maximale Empfangsbereitschaft einstellen kann. Und jetzt hören Sie auch das akustische Signal. Und jetzt vielleicht noch 99% absolut ausreichend, kriege ich aber so sogar bis auf 100. Und das in wenigen Minuten. Es gab da schon Wettbewerbe, ich glaube 1,5 Minuten die Satellitenschüssel einstellen. Das ist bis jetzt der Rekord. Vielleicht schaffen Sie es ja auch noch schneller. Und hier der Preis 21,76 €. Wenn ich überlege, was mich das kostet, wenn ich einen Fachmann kommen lasse, der mir hier die Satellitenschüssel oder meine Flachantenne dementsprechend einstellt, da zahle ich ja wirklich allein für die Anfahrt wahrscheinlich schon 30-40 €. Und dann noch die Arbeitsstunde, da liege ich ja sehr viel höher. Hier 21,76 €, ich kann es selber machen. Und du hast vorhin was Gutes angesprochen, weil ganz oft ist es ja auch so, wir merken das bei uns dann auch häufiger, wenn zum Beispiel ein Sturm gewesen ist, Sie kennen das vielleicht, diese Herbststurm oder so ein Frühjahrssturm, und dann verdreht sich irgendwie die Schüssel ein bisschen. Dann hat man plötzlich keine Sender mehr, das krüttelt auch so ein bisschen bei manchen Sendern, dann muss man die neu einstellen. Hier, wenn Sie diesen Satellitenfinder zu Hause haben, dann können Sie das einfach selber immer machen oder vielleicht auch mal dem Nachbarn helfen. Das wäre vielleicht auch ganz nett, oder?
Ja, und wie gesagt, wenn man es flexibel einsetzt, sowieso am Wohnwagen, am Caravan oder im LKW, egal wo man parkt, man wird immer ein bisschen anders stehen, als man auf dem letzten Parkplatz stand. So, und dann kann ich natürlich stundenlang hier rumzerren, wo ist es jetzt? Oder ich nehme den Satellitenfinder, schließe ihn wieder an und stelle es in Sekundenschnelle ein, habe wieder besten Empfang und dann kann der Urlaub kommen oder für den LKW-Fahrer eben seine Zwangspause, in der er gerade wahrscheinlich steht. 21,76 Euro wieder mal ein Sensationspreis und die Bestellnummer ist die PX5437 und die 569. So, aber jetzt haben wir Schüsseln gesehen, jetzt haben wir auch gesehen, wie wir die Schüsseln einstellen, aber wenn ich jetzt ganz neu anfange mit Satellitenfernsehen, dann fehlt natürlich vor dem Fernseher noch etwas Entscheidendes, dass ich das überhaupt empfangen kann, nämlich der SAT-Receiver. Und hier haben wir eine eigene Pearl Edition, den HD-SAT-Receiver, der mittlerweile zum absoluten Bestseller, was sage ich mittlerweile, seit mittlerweile über einem Jahr haben wir zigtausende davon verkauft. Und das ist auch kein Wunder, denn dieses Gerät ist klein, kompakt, aber technisch ein absoluter Riese. Mhm. Unser toller SAT-Receiver hier, der ist wirklich richtig klein, sehr, sehr angenehm, der passt quasi auf meine Hand, das ist natürlich sehr, sehr schön. Und da kann ich dann wunderbar mein Fernsehprogramm über die SAT-Schüssel empfangen und habe aber auch die HD-Programme dann direkt. Ja, richtig. Wenn, hiermit kann ich eben HD-Programme alle empfangen. Klein, kompakt, hast du schon gesagt. Und da hat noch viel, viel mehr technische Spielereien drin. Zum Beispiel die elektronische Programmzeitschrift. Oh, die liebe ich ja, ne? Ralf, die habe ich so lieben gelernt. Also unglaublich. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie eine Serie schauen wollen oder einen Film und Sie wissen nicht genau, wann das kommt, dann suchen Sie Ihre Programmzeitschrift, dann finden Sie die nicht. Dann suchen Sie nach der Zeitung und dem Fernsehprogramm, finden Sie nicht. Geht jetzt viel einfacher. Hier, schau mal, da ist dieses kleine, das heißt EPG, Electronic Program Guide, auf der Fernbedienung. Hier oben, dieser Top-Knopf ist das. Und da kann ich einfach dann draufdrücken hier. Und dann habe ich diese elektronische Programmzeitung. Da wird mir auf meinem Bildschirm direkt das Fernsehprogramm dann angezeigt. Und da kann ich auch wunderbar dann zum Beispiel Sachen aufnehmen, wenn ich aufnehmen möchte. Also es ist eine tolle Sache. Ich kann das toll dann direkt sehen auf meinem Fernseher. Da brauche ich gar keine Fernsehzeitschrift mehr. Das ist immer aktuelles Programm. Ganz Interessantes gesprochen. Da kommen wir später auch noch mal genauer drauf, aufs Aufnehmen. Jetzt kommen wir erstmal zum Abspielen. Also, ich kann das aktuelle Fernsehprogramm natürlich so, wie es vom Satellit kommt, anschauen. Und jetzt haben wir vorne im Receiver noch einen USB-Steckplatz. Da kann ich jetzt ein Speichermedium einstecken. Also zum Beispiel einen USB-Stick oder eine externe Festplatte, auf der ich dann Filme drauf habe und kann diese jederzeit abspielen. Also habe ich auch hier so eine Art Videoabspielgerät. Im Moment noch, modern heißt es natürlich ein Media Player. Und ich kann aber mit einem ganz, ganz einfachen Trick das Ganze jetzt wieder zu einem Rekorder machen. Wie früher der Videorekorder, heute nennt man es Festplattenrekorder. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Hier unser HD-SAT-Receiver für 25,55 Euro. Das ist die Preissensation. Klein, kompakt, unauffällig und super, super günstig. Da sollten auch Sie zuschlagen. Machen Sie es wie Tausende vor Ihnen auch schon. Ich glaube, um die 80.000 haben wir mittlerweile verkauft. Die Bestellnummer ist die PX1369 und die 569. So, und jetzt haben wir, hast du vorhin gesagt, kann ich aufnehmen. Hier muss ich meinen SAT-Receiver einfach ein bisschen upgraden. Das kann ich zweierlei machen, mit einer CD, die wir im Programm haben, oder mit... Und da schlage ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe mit unserem kleinen USB-Stick. Da ist nämlich das Upgrade schon drauf. Den stecke ich ein vorne und dann ist hier abgegradet. Und dann habe ich einen Videorekorder, in dem Fall einen Festplattenrekorder. Und in diesem USB-Stick habe ich gleichzeitig noch 32 GB Speichermedium. Das heißt, ich kann den jetzt auch zum Aufnehmen benutzen. Also wenn ich eine Serie aufnehmen will, deine Lieblingsserie, du hast keine Zeit, nimmst du sie auf, dann wird sie auf diesem Stick gespeichert und wenn du heimkommst, kannst du die ganz einfach anschauen. Und den bestelle ich mir einfach dann zu meinem Receiver mit dazu. Mhm. Also wenn ich jetzt den Pearl TV HD SAT Receiver bestellt habe, dann bestelle ich mir jetzt diesen USB-Stick dazu und dann kann dieser Receiver auch gleichzeitig aufnehmen. Genau, das ist also einmal Upgrade darauf, dass das geht. Da müssen wir nämlich eine kleine technische Veränderung, das geht durch das
Programm hier drauf und dann gleichzeitig Speichermedium 32 GB. Übrigens haben wir hier auch noch eine tolle weitere Funktion, die sogenannte Timeshift-Funktion. Mitten im Live-Fernsehen will ich eine Pause machen, kann ich ohne Probleme machen, einfach auf Pause drücken. Der Rest, der weiterläuft, wird auf diesem Stick gespeichert. Und wenn ich dann wieder zurück bin, schaue ich einfach weiterhin Fernsehen. Oder was ich gerne mache, ist, ich nehme einfach eine Sendung auf, die im privaten Fernsehen kommt. Wart mal ein paar Minuten und dann fange ich erst an, die anzuschauen. Und wenn dann eine Werbepause kommt, kann ich die ganz einfach überspulen und kann den Film dann ohne Werbung anschauen. 29,90 Euro für diesen USB-Stick mit der Upgrade-Software für unseren HD-Sub-Receiver. Das ist auch hier wieder mal eine Preissensation. So, und jetzt haben wir auch bis zum Sub-Receiver alles richtig gemacht, haben alle Geräte so, dass ich wirklich besten Filmgenuss erleben kann. Aber jetzt fehlt uns noch eine Kleinigkeit und das ist einfach die Verbindung vom Sub-Receiver zu meinem Fernseher, damit ich auch wirklich in HD schauen kann. Und da brauche ich ein sogenanntes HDMI-Kabel. Und auch da haben wir jetzt ein wunderbar günstiges, aber höchstwertiges Kabel für Sie im Angebot. Und Sie sehen schon hier an den Anschlüssen, die sind vergoldet. Das ist richtig robust. Das ist nicht so ein billig Plastikteil, wie Sie es vielleicht schon mal im Fachhandel gesehen haben. Aber schauen Sie auch da mal auf den Preis. Da kriegen Sie so die günstigsten HDMI-Kabel für ungefähr 20 Euro. Und die haben lang nicht diese Qualität wie unsere. 19-polig natürlich mit den vergoldeten Steckern. Und hier haben wir auch dann natürlich, das Kabel ist abgeschirmt, das heißt auch vor Störsignalen geschützt, 2 Meter lang. Und da müssen wir nicht 30, 40, 50 Euro zahlen wie im Fachhandel, das geht auch günstiger. Ja, 7,51 Euro hier der Preis für unser 2 Meter Kabel HDMI mit diesen tollen vergoldeten Steckkontakten. Das ist eine tolle Sache, wirklich sehr, sehr preiswert hier. Ich habe es privat auch schon gekauft, weil ich es so, so toll fand. Und das hat wirklich dann keine Störsignale. Wir hatten das Problem häufiger, dass halt die Mobiltelefone dann das Signal gestört haben. Und seitdem wir dieses Kabel haben, ist es nicht mehr so. Tja, wundert mich auch nicht. 7,51 Euro, mehr muss so ein hochwertiges HDMI-Kabel nicht kosten, mit 2 Metern Länge und auch für die Zukunft bestens gewappnet. Auch 3D wird hier möglich sein, in bester wirklich Farb- und Bildqualität. Und jetzt kommen wir mal zum ganz anderen Thema. Es gibt den einen oder anderen, der hat noch irgendwo so einen älteren Fernseher rumstehen, den man einfach eigentlich nicht mehr verwenden kann, weil er die ganzen Anschlüsse, die man heutzutage braucht, überhaupt nicht mehr hat. Jetzt zeige ich Ihnen oder zeigen wir Ihnen, wie Sie den trotzdem noch verwenden können, nämlich über die sogenannte DVB-T-Technik. Und plötzlich kann auch der wieder Fernsehprogramme enthalten. Und hier haben wir. Das heißt auch, wenn ich kein Kabel habe, also kein Sat-Kabel, kein gar nichts, ich habe den Fernseher einfach irgendwo stehen, vielleicht in einem kleinen Nebenraum, vielleicht in meiner Gartenlaube, dann kann ich hier trotzdem Fernsehen schauen. Richtig. Und die einzige Voraussetzung, der Fernseher sollte einen SCART-Anschluss haben. Aber ich glaube nicht, dass es noch irgendwo Fernseher gibt ohne SCART-Anschluss. Also selbst die ältesten Teile haben den. So, und da stecke ich diesen kleinen Receiver ein. Und dann siehst du, dann verbinden wir einmal die Antenne und einmal den Sensor für die Fernbedienung noch damit. Also so eine kleine Stabantenne, die sehen Sie, die stelle ich dann vielleicht gerade auf den Fernseher. So, und jetzt kann ich europaweit Fernsehprogramme empfangen. Wir sind in Deutschland. In Deutschland sind es mittlerweile um die 40 Fernsehprogramme, die hier senden. Und hier sehen wir mal eine Übersicht. Und du siehst die dunkelblau eingefärbten Bereiche. Hier kann ich mit DVB-T jederzeit Fernsehprogramme also empfangen. Also ganz Europa? Ja, Mitteleuropa. Siehst du, ein paar weiße Flecken gibt es noch. Aber ich denke, die werden im Laufe der nächsten Jahre auch verschwinden. Sogar bis hoch nach Grönland. Guck mal, zu 80-90% auch in Grönland erreichbar. Und einfacher geht es da nicht. An einem Platz, mit einem, wo ich normalerweise keinen Empfang mehr habe, mit einem alten Fernseher plötzlich doch wieder aktuelles Fernsehprogramm zu empfangen. Das gibt es auch, genau dieselbe Technik gibt es natürlich auch für USB, also per USB, wo ich am Laptop machen kann, oder für Micro-USB am Smartphone. Und hier haben wir es eben für SCART, für die älteren TV-Geräte. Einstecken, loslegen. Die Sender werden gesucht, um die 40 müssen es bei Ihnen zu Hause sein, je nachdem, in welchem Gebiet Sie wohnen. Kann es mal ein bisschen variieren, aber die wichtigsten Sender sind eigentlich immer dabei. 19,90 Euro der Preis, die Bestellnummer PX 11 26 und die 5
569. So, und jetzt hoffe ich, dass auch Sie in Zukunft den absolut besten Empfang haben werden. Mit unseren SAT-Antennen, mit dem SAT-Receiver, mit dem HDMI-Kabel, ja, oder zum Schluss dann mit Ihrem alten Gerät einfach über diesen DVB-T-Stecker. Kathi und ich, wir haben schon besten Empfang, denn wir haben uns dran gehalten. Und ich hoffe, Sie machen das bald auch.